muss sein. Gut, am Ende dann doch knapp ausgeschieden mit Elfmeterschießen, unglücklich geht's nicht. Das Spiel mal so kurz zusammengefasst in deinen Worten. Ja, wir haben angefangen sehr rustig, muss ich sagen. Haben auch mal ein System probiert, was wir bis jetzt noch nicht richtig gespielt haben. Mit neuen Leuten haben wir versucht, das einzuführen. Hat nicht so richtig funktioniert, deswegen haben wir ungefähr eine Viertelstunde vor Schluss das System umgestellt auf Standard 4-4-2. Da lief es dann auch besser. Ich denke, wir haben uns über die ganze Spielzeit gesteigert, haben eigentlich wenig zugelassen hinten. Nach vorne immer mehr Druck gemacht, aber wie gesagt, Tore sind nicht gefallen, haben dann das Tor nicht getroffen. Oder der Keeper, der auch gut aufgelegt war, muss man sagen, ein, zwei Mal sehr gut gehalten, hat natürlich dafür gesorgt, den Rückhalt gegeben, der gegnerischen Mannschaft. Ja, und in Elfmeterschießen, ja, sind wirklich ausgeschieden. Ne? Das sind halt die Spiele, wie sie halt passieren. Hatten wir öfter schon in der letzten Saison, damals haben uns noch die Stürmer gefehlt, jetzt haben wir sie zwar, aber ja, es muss jetzt noch alles zueinander gefügt werden, damit es auch wirklich eine geschlossene Mannschaft ist und dass es läuft, sag ich mal so. Ich glaube, eure stärkste Phase war direkt nach dem Seitenwechsel. Da hattet ihr wirklich 15 Minuten lang komplett Powerplay aufs Tor. Ja, und dann müssen noch die zwei Tore fallen oder drei und dann ist das Spiel durch. Ja. Woran lag es dann, dass sie nicht gefallen sind? Weil die Jungs noch nicht so richtig im Saft sind? Oder? Ich weiß nicht, kannst du nicht genau, hast du gesehen. Knapp drüber, knapp vorbei oder Tor war dann geschossen. Ist halt so, dann gehen sie einfach nicht rein. Wie geht es jetzt weiter in den kommenden Wochen bis zum Saisonbeginn? Ist ja nicht mehr allzu lang. Ja, wir haben fast jedes Wochenende noch ein Testspiel. Ja, zwei bis dreimal die Woche trainieren halt. Hauptsache jetzt auch an Arbeiten mal nach vorne hin, Laufwege, ja, dass das abgestimmt wird. Und natürlich, wie ihr gesehen, Torschuss und Abschluss mal ein bisschen üben, dass da mal ein bisschen mehr rumkommt. Aber ich bin da ziemlich zuversichtlich. Wir haben eine sehr junge, dynamische Truppe, einen großen Kader, breit aufgestellt. Es haben ja noch wichtige Spieler jetzt gefehlt, auch ein wichtiger Spieler ausgefallen mit Marvin Dahlke, der natürlich normalerweise der Mittelfeldmotor ist und die Spielerform war ziemlich früh rausgegangen. Kam eins zum anderen, aber wir sind ziemlich zuversichtlich, dass wir bis zum Start eine gute Truppe zusammen haben. Und dann schauen wir mal, was wir machen können. Wir haben uns keine großen Ziele gesetzt, einstellig wäre gut, aber schauen wir mal. Ne? Wenn wir die Großen ärgern können, tut es uns auch gut. Gut, dann hoffen wir, dass wir euch nächstes Jahr wiedersehen, genau. Wieder qualifiziert und wünschen wir euch ganz viel Erfolg.